Laut Thanatos ist Vampyrex das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Auf dem Etikett steht, Warnung, kann zu einer Reizung der Augen führen. Auf dem Etikett steht, Warnung, kann zu einer Reizung der Augen führen. Das will ich nicht besprühen. Das will ich nicht. Dieser Fototermin war eines von vielleicht 5 Malen, die ich Thanatos gesehen habe, seit ich hier bin. Ich habe jede Sekunde gehasst. Zum Glück war wenigstens Thanatos Schwester Keres mit dabei. Die Gespräche mit ihr waren mein einziger Lichtblick. Samael der Rote. Ich glaube, er ist berühmt für etwas, das sie hier unten Sargball nennen. Oh, Dämonen in kurzen Hosen. Thanatos hält ihn für ein wertvolles Erbstück. Ich sage, es ist ein Rückenkratzer. Er führt direkt in Thanatos Studierzimmer. Mein einziger Weg hier raus. Thanatos hat sie von außen abgeschlossen. Oh. Scheint, als hätte Thanatos ein Souvenir von seiner letzten Seelenernte mitgebracht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Äußerst ölig. Ich nenne dich Ärmchen. Äußerst ölig. Was hat sich Thanatos nur dabei gedacht? Ich bin viel zu alt für Schaukelpferde. Und ich passe nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Ich wollte das Bettlaken mal über mich werfen und Geist spielen. Aber Thanatos hat gesagt, das sei kulturelle Aneignung. Wahrscheinlich der einzige wirklich schöne Gegenstand hier drin. Thanatos sagt, diese Leuchtedinger heißen Hotspots. Was auch immer das bedeutet. Am Boden ist so ein klebrig-süßer Schleim. Wahrscheinlich diente er dazu, die Glühwürmchen anzulocken. Ich würde die Leuchtedinger gerne befreien, aber ich krieg den Deckel nicht auf. Meine Hände sind zu schwitzig. Ha! Das hat funktioniert! Fliegt, kleine Hotspots! Ihr seid frei! Oh, sie bleiben ja hier. Na klar, sie wollen schließlich bei ihrer Retterin bleiben. Gemeinsam werden wir sicherlich noch das ein oder andere Abenteuer er... Okay. Aber Moment mal. Eins von ihnen ist mir direkt in mein Tagebuch geflogen. Thanatos würde mich umbringen, wenn ich den Tisch verschiebe und damit den Boden zerkratze. Glaub mir, er macht das den ganzen Tag. Seine Hemmschwelle ist, was das angeht, extrem niedrig. Ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt nachschlagen sollte. Was jetzt? Wenn ich sie doch nur irgendwie abschneiden könnte. Ich komme immer noch nicht ran. Das könnte klappen. Allerdings komme ich nicht ran. Hey, der Arm ist eine perfekte Verlängerung für die Sense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann. Ich hoffe, das tut ihm nicht weh.
großartig. Jetzt ist der Skelettarm in der Mitte durchgebrochen. Ich werde ihn mal lieber los. Hey, bleib hier! Und wieder ist es weg. Ganz toll. Warum habe ich das Gefühl, dass es sich über mich lustig macht? Andere Mädchen haben begehbare Kleiderschränke. Ich habe ein zweistöckiges begehbares Bücherregal. Yay! Sie bewegt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanft dahingleiten sollte, total verrostet. Was ist, wenn ich es hier hineinstelle? Das sollte helfen. Okay, versuchen wir es nochmal. Na, das lief ja wie geschmiert. Und drauf mit dem Deckel. Ja, hab dich. Gewonnen. Oh, wein doch nicht. Wie wär's damit? Ich lass dich aus dem Glas raus und dafür bist du ein braver kleiner Dämon und bleibst in meiner Tasche. Okay, Deal. Ich vertraue dir. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Aber du brauchst einen Namen. Ich glaube, ich nenne dich... Augustus von Weberknecht. Der Name scheint ihm zu gefallen. Aus dem Fenster zu klettern wäre zwecklos. Thanatos hat dafür gesorgt, dass sich mein Zimmer direkt vor einem bodenlosen Abgrund befindet, sodass ich mich nicht heimlich rausschleichen kann. Was für eine bodenlose Frechheit. Ich geb's ja nur ungern zu, aber... Eigentlich bist du ganz knuffig. Okay, Augustus. Ich habe einen Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Thanatos Studierzimmer bringen? Super! Eigentlich bist du ja ziemlich niedlich. Ich behalte das Auge mal lieber... im Auge. Ich kann nicht arbeiten. Nicht mal einen klaren Gedanken kann ich festhalten. Hades sei Dank gibt es kein Problem, das eine beruhigende Pfeife und eine sanfte Melodie nicht lösen könnten. Die Schlüssel hängen an Thanatos Gürtel. Wir brauchen den Schlüssel, um sie zu öffnen. Hey, wo willst du hin? Vergiss nicht, du sollst mir den Schlüssel für meine Zimmertür bringen und nicht einfach ohne mich abhauen.
Für ein Auge bist du nicht besonders gut im Lesen, was? Eine der Pflanzen aus Thanatos Studierzimmer. Schnell! Nicht sie weg! Danke, Herr von Weberknecht. So, wie finde ich raus, was für Pflanzen das sind? Grüner Daumen statt Daumenschrauben. Eine Enzyklopädie toter und untoter Flora. Mal sehen, ob ich meine zwei neuen Pflanzenfreunde darin finden kann. Ein magischer Bestimmungsschlüssel. Na, wenn das kein Zufall ist. Eine der Pflanzen aus Tanat. Eine der... Das ist sie. Sieht genauso aus wie die weiße Pflanze, die mein Äuglein gefunden hat. Weiße Witwe. Auch bekannt als Hypnos-Umarmung. Bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Diese ist aber so schwach, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Ganz toll. Wenn das mal nicht die schwarze Pflanze ist, die mein kleines Äuglein mir zugesteckt hat. Achelronsche Sumpftrompete. Berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher häufig auf den Partys der Flussgeister verwendet. Aber verpass ihm keine Überdosis, okay? Tu nur gerade genug für einen Zug hinein. We'll be right back.
das kam unerwartet. Süße Träume. Endlich. Nichts wie raus hier. Mein Zimmerschlüssel. Was machst du? Du kannst doch nicht... Na toll. Oh, das fühlt sich komisch an. Du musst ihm verzeihen. Er macht sowas die ganze Zeit. Keris, bist du das? Hast du noch andere Tanten? Also kam das von dir? Das Geschenk mit dem... Augending? Hast du gedacht, ich vergesse den 16. Geburtstag meiner Lieblingsnichte? Du weißt schon, ich bin deine einzige Nichte. Zumindest die einzige, an die ich mich erinnern kann. Aber das heißt bei mir ja nicht viel. Du läufst also wieder weg? Vielleicht. Das ist die Stelle, an der du von mir verlangst, hier zu bleiben, richtig? Eigentlich nicht. Ich meine, klar, ich kann dich nicht einfach weglaufen lassen. Irgendwie habe ich mich an dieses ausdruckslose kleine Gesicht gewöhnt. Aber ich kann mir vorstellen, was du gerade durchmachst. Du hattest nicht einmal die Möglichkeit, dich zu verabschieden von... Ach, ich und Nam. Wie hieß er noch? Tristan. Genau, Tristan. Also erlaube ich dir einen Besuch. Einen Besuch? Ja, geh und finde deinen Freund. Sag ihm, dass es dir gut geht und was passiert ist. Oder eine Version der Geschichte, die er verkraftet. Vergiss nicht, du bist nicht mehr nur ein Mensch. Wahrscheinlich wirkst du unheimlicher auf ihn, als du denkst. Okay, verstanden. Und danach komm zurück. Komm zurück zu uns und lerne dein neues Zuhause besser kennen. Ich bezweifle wirklich, dass ich mich hier jemals zu Hause fühlen werde. Wenn du es nicht versuchst, wirst du es niemals herausfinden, Sargnägelchen. Und ich verspreche dir, wir sind nicht alle so griesgrämig wie dein alter Herr. Okay, ein Besuch. Sieh mich einfach als deine düstere gute Fee, die dich auf den Ball des Prinzen schmuggelt, aber dir einschärft, zurück zu sein, bevor die Uhr 12 schlägt. Oder in deinem Fall, bevor die Kräuter bei deinem Vater aufhören zu wirken. Aber das ist nicht der komplizierte Teil. Was ist der komplizierte Teil? Du musst erst einmal einen Weg finden, ein Portal in die Welt der Lebenden zu öffnen. Kannst du mir nicht einfach sagen, wie das geht? Ich fürchte, das kann ich nicht. Nur Thanatos weiß, wie man zwischen den Welten hin und her reist. Mist. Wie finden wir heraus, wie er das macht? Thanatos geht einfach immer in dieses Zimmer und verschwindet dann. Naja, wenn er es in diesem Zimmer tut, dann ist das ja schon mal ein Hinweis. Die Antwort ist irgendwo in diesem sturen, knöchrigen Schädel. Warte, ich hab's! Was? Dein Geschenk, Prim. Das Auge. Das habe ich total vergessen. Es kann dir Dinge zeigen. Was für Dinge? Geheimnisse. Geheimnisse von anderen. Oder besser, ihre Geheimnisse in Verbindung mit gewissen Gegenständen. Ich nenne es Spinnenblick. Es ist schwer zu erklären. Am besten probierst du es einfach aus. Okay. Hier gibt es nicht mal das geringste Anzeichen für ein spannendes Geheimnis. Hier ist kein Geheimnis verborgen. Hier scheint es nichts zu enthüllen zu geben.
Wow, dieses Geheimnis ist groß. So groß, dass ich es sehen kann. Aha, das Portal öffnet sich, wenn eine bestimmte Platte gespielt wird. Aber welche? Mal sehen, was wir hier haben. Hab sie! Eine gerahmte und signierte Schallplatte einer Band namens The Afterlives. Da steht außerdem ein kleiner Infotext von ihrer Plattenfirma. Bloody Styx Records. Wir veredeln unsere Platten mit zusätzlichen sensorischen Stimuli, sodass Musik entsteht, die sie fühlen, riechen oder schmecken können. Die Tür zu Karis Zimmer. Sie legt sehr großen Wert auf ihre Privatsphäre. Und selbst Thanatos respektiert das. Während er in mein Zimmer kommt und geht, wie es ihm gerade passt. Ohne zu klopfen! Um das Portal zur Welt der Lebenden zu öffnen, spielt Thanatos eine Platte darauf ab. Es ist Dead in Black von AC/DC. Nichts. Muss die falsche Platte sein. Ich nehme eine andere Platte und stelle die, die ich habe, zurück. Es ist After Death. Von den Rolling Bones. Nichts. Muss die falsche Platte sein. Ich nehme eine andere Platte und stelle die, die ich habe, zurück. Es ist Best of the Dark Side von Dead Sheeran. The river is a nice place if you know where our glasses where we roam. And we get songs to sing and we get drinks to drink and nobody's gonna feel alone. Nichts. Muss die falsche Platte sein. Ich nehme eine andere Platte und stelle die, die ich habe, zurück. Es ist das Greatest Hits Album von Joe Stygian. Okay, sie stinkt wirklich. Es hat geklappt! Da ist das Portal! Ich wusste, du schaffst das, Sargnägerchen. Wo
Worauf wartest du, Liebes? Du hast das Portal geöffnet. Jetzt nutze es. Bist du soweit? Wie funktioniert das? Schließe deine Augen und denke an den Ort, an den du reisen willst. Das Portal macht den Rest. Und vergiss nicht. Ja, ich weiß. Es ist nur ein Besuch. Eigentlich wollte ich sagen, vergiss nicht, Spaß zu haben. Immerhin ist es dein Geburtstag. Caris? Ja, Prim? Danke. Gern geschehen. Jetzt geh schon, bevor ich es mir anders überlege. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause ist, wo Tristan ist. Ist das nicht herzallerliebst? Ach, Lachesis. Werd doch nicht gleich immer so sentimental. Lass mich, Kloto. Atropos bat an, ihren Schwestern zu zeigen, was als nächstes passierte. Warte! Noch nicht! Ich will zuerst wissen, was mit dem Jungen passiert ist, nachdem der Tod Prim mitgenommen hatte. Naja. Tristan war auf den Dachboden zurückgekehrt. Doch Prim war nicht mehr da. Die ganze Stadt begab sich auf die Suche nach dem Mädchen. Tagelang ließen sie nichts unversucht. Doch finden konnten sie sie nicht. Nach einer Weile wurde klar, dass keine Spur von dem Mädchen zu finden war. Und schließlich gaben sie auf. Sie alle? Nein. Tristan weigerte sich. Gemeinsam mit seinem Vater suchte er weiter. Selbst an den seltsamsten Orten. Pass auf, wo du hintrittst, mein Sohn. Der Abhang ist direkt neben dir. Und da geht's ziemlich steil bergab. Ja, ja, Dad. Ich weiß. Haben Sie im Waisenhaus denn etwas von Prim gehört? Nein. Mach dir keine Sorgen, Tristan. Wir suchen weiter, bis wir sie finden. Ja. Nebenbei, ich verstehe immer noch nicht ganz, warum ich hier unten warten sollte. Wirklich, Dad? Du hättest sicher nur wieder versucht, die Kinder mit deinem Möchtegern-Hokuspokus zu begeistern. Und ich wäre vor Scham im Boden versunken. Möchtegern-Hokuspokus? Ich muss doch sehr bitten, junger Mann. Dad, du bist Mathelehrer. Das alleine wäre schon schlimm genug. Aber warum in Teufelsnamen willst du auch noch ein Schausteller sein? Das ist so peinlich. Ein Schausteller? Ich bin Mathe-Magier, Tristan. Mathe-Magier? Was soll das überhaupt heißen? Hast du beim letzten Mal nicht zugehört, als ich es dir erklärt habe? Oh nein. Warum habe ich nur gefragt? Mathe-Magie, Tristan, ist wahrscheinlich die älteste Form der Zauberei, die existiert. Pythagoras, Archimedes und Euklid, sie alle besaßen die Macht, Menschen mit ihren Theoremen in Begeisterung zu versetzen. Die Harmonie der Zahlen, die Eleganz geometrischer Proportionen, die wohlklingende Musik des Kosmos. Und jetzt ist es an mir und meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen, in diese majestätischen Fußstapfen zu treten. Im Vergleich zu herkömmlichen Illusionisten mögen wir nicht viele sein, aber wir sind eine Zunft, mit der in Zukunft sicherlich... Sag es nicht. Bitte, Dad, sag es nicht. ...zu rechnen ist. Oh Mann. Können wir bitte einfach gehen, Dad? Wegen deinem alten Esel kommen wir sowieso zu langsam voran. Selbstverständlich. Diese Wälder sind riesig. Zum Glück haben wir eine Karte. Aber vorher... will ich dir noch schnell den Trick zeigen, den ich geübt habe, während du weg warst. Na gut. Oh, ich wusste, du würdest begeistert sein. Halt doch bitte mal kurz diesen Böller, ja? Dad? Wie oft muss ich dir noch sagen, wenn wir auf der Bühne sind, nenn mich doch bitte... Mr. Calculo. Ich bin nicht sicher, ob das hier eine gute Idee ist. Wo ist das trimagische Geodreieck? Dad? Es muss hier doch irgendwo sein. Soll das Ding so schnell runterbrennen? Tristan, kein Grund Angst zu haben. Der Trick ist absolut sicher, solange du...
den Böller nicht fallen lässt. Das war unsere einzige Karte. Und auch unser einziger Esel, richtig? Es dauert Wochen, diese Wälder ohne Karte zu durchqueren. Und was ist mit der armen Rainbow? Sie hat Angst, wenn sie alleine ist. Bist du sauer auf mich? Nein, mein Sohn. Ich hätte es besser wissen müssen. Vielleicht ist der Trick einfach schlecht. Es war mein Fehler, Dad. Es tut mir leid. Schon okay. Was machen wir jetzt ohne Karte und ohne Esel? Naja, wir werden irgendwo eine neue Karte auftreiben müssen. Und wir müssen Rainbow finden und sie zurückholen. Neue Karte, Esel finden. Verstanden. Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich kümmere mich darum. Bist du dir sicher, Junge? Warum sollte ich nicht? Naja, Tristan, manchmal bist du ein klein wenig tollpatschig. Ich weiß, aber vertrau mir einfach, Dad. Ich bin sicher, dass mir was einfällt. Bitte. Na gut, aber komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst, ja? Werde ich.